Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ich bin der Eddie und ich bin müde. Ich weiß nicht, wir haben noch ein paar Stunden Tag übrig, aber die Frage ist, wie lange müssen wir oder pass mal auf. Wir sind ein bisschen müde. Wie viel? Naja, wir können das gerade so tragen, was wir hier haben. Die Frage ist, pass mal obacht. Ich hau mal das Zedernholz noch daher. Und die Sache ist die, ich würde gerne. Habe ich noch was zu essen? Ich habe noch ein bisschen zu trinken, habe ich auch noch. Okay, pass auf, nochmal folgendes, damit wir das hauen wir rein. Das putzt auch weg, ganz klar. Trinken. Und schon sind wir einen Ticken leichter, aber immer noch müde. Und wir könnten sogar noch komplett reingehen. Ein Vielfraß. Ja, komplett runter. Geschluckt. Entweder war das nicht mehr viel. Warte, ich guck grad mal. Halt falsch. Ne, jetzt bist du immer satt. Ich würde gerne. Ich nehme mal so einen Trombeer mit. Und nur eins. Okay, pass auf. Ich nehme. Eine Schlinge mit. Notfalls können wir uns auch eine machen. Und dann gehen wir mal zu unserer anderen Hütte. Ich würde gerne. Ich habe die Waffe am Mann, hoffe ich, oder? Ich habe das Gewehr am Mann, die Munition auch. Ich weiß nicht, was ich sonst noch alles mitnehmen soll. Ich habe noch ein paar Schuss Munition. Ich würde gerne zurückgehen, während es noch Tag ist, zur anderen Hütte. Denn mein Vorhaben ist, ich würde gern an den Gleisen entlang gehen bis zum Ende. Und zwar in diese Richtung darüber. Da müsste dann auch noch irgend so ein Gebäude kommen. Und meines Wissens nach kann man von diesem Gebäude aus auf eine weitere Karte kommen. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Da hinten ein Hirsch. Soweit ich weiß, haben wir ja an unserer Hütte am See auch noch hinterm Haus und drum Reh liegen, glaube ich. Vor allem haben wir jetzt eine Knarre. Wir könnten also auch eins schießen. Ich gehe mal hier am Hang entlang. Dann müssen wir nicht wieder aufsteigen. Unterwegs sammle ich noch ein paar Stöckchen, auch wenn ich schon wieder überladen bin anscheinend. Okay, wir müssen doch runter. Nicht direkt, sondern so ein bisschen zickzackmäßig. Um uns nicht gleich wieder den Haxen zu verknacksen, haben wir eigentlich noch so Antibiotika-Zeug dabei. Oh, hier liegt so ein Kamerad. Ach, den, ich glaube, den haben wir schon mal. Den hatten wir schon mal.
ausgenommen, oder? Entschuldigung, dass ich immer so über dich drüber latsch. Da haben wir was abgehackt. Ahorn, weil sonst wäre es höher. Vielleicht mal ein bisschen umschauen, dass man nicht hier vom Wolf oder so überrascht werden. Die Frage ist, sollen wir hier entlang gehen? Und dann so halb rechts da vorne. Dann müssten wir doch auch, weil ich glaube, da oben sind Schienen. Aber der direktere Weg wäre hier. Allerdings sind wir hier auch schon mal auf einen Wolf gestoßen. Wenn wir jetzt etwas mehr Platz hätten und nicht überladen wären, dann würde ich jetzt noch hier so ein bisschen Zedernäste zerlegen und mitnehmen, aber so begnügen wir uns hier mal mit dem Kleinzeug. Obwohl, ich glaube, in der Hütte drüben haben wir genügend. Wir hatten nur hier so wenig. Hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder von hinten ran. Also ich meine, ihr wisst, was ich meine, von hinten hier an die Hütte. Wer jetzt irgendwas anderes gedacht hat. Pfui Teibel. Schön hier. Hoffentlich laufe ich nicht im Kreis. Aber ich glaube, hier bin ich. Ich muss ja in die Richtung, weil hier sind ja schon die Schienen. Hätten wir fast auch da hinten rumlaufen können. Als Kind sind immer auf den Bahnschienen entlang gelaufen. Auf diesen Bohlen hier. Wir hatten da so eine stillgelegte Strecke bei uns in der Nähe. Und da konnten wir das ganz gut machen. Natürlich nicht auf der stark befahrenen Strecke von A nach B. Leute, macht das auf gar keinen Fall. Gell? So ein Zug ist schneller da, wie man meint. Und das ist dasselbe, wie wenn man zum Beispiel eine Autobahn überqueren müsste. Also ich weiß, wovon ich rede, denn ich arbeite quasi da, wo man die Autobahnen macht, zeichnet, plant und so weiter. Und wir haben ab und zu im Außendienst natürlich auch die halt etwas zu tun, was auf der Autobahn, wenn sie dann abgesperrt ist oder so, stattfindet. Aber
Das ist hochgefährlich, weil man unterschätzt es, wie weit das ist. Von einer Seite zur anderen. Die sind über 10 Meter breit. Und wenn da ein Auto mit, was weiß ich, zwischen 100 und 200 Sachen ankommt, da werden auch 10 oder 15 Meter ziemlich weit. Wir sind müde, haben wir gesagt. Haben wir auch Hunger? Nö. Also, gehen wir schlafen. Es ist zwar noch 3 Stunden Tag, aber irgendwie sind wir müde. Und deshalb pennen wir jetzt einfach mal. Und zwar die kompletten 12 Stunden pennen wir durch. Da kennt man gar nichts. Wir können nur 12 Stunden. Komplett erholt aufgewacht. Wir haben noch 4 Stunden Dunkelheit übrig. Sind aber durchweg. Kein Problem. Ich mache mal kurz Licht, dass wir was sehen. Oh, da ist er. Machen wir wieder aus. Ich hätte vorgeschlagen, ein bisschen Fleisch abzukochen oder zu braten. Dieses Bärenfleisch. Come on, come on. Yes. Well, that didn't work. So sieht's aus. Und eins von zwei. Wir verlieren quasi das, was wir rein haben. Jetzt wissen wir Bescheid. Das heißt, wenn wir da einen Zedernholzprügel reinpacken gleich am Anfang und das Feuer nicht angeht, dann fehlt uns der. Sehe ich das richtig? Ich nehme es mal an. Wir werden das gleich sehen. Ich hatte, glaube ich, 6 Stöcke, 3 Zeitungen. Ich habe jetzt nur 2 Zeitungen noch gehabt. Ich schaue dann gleich mal, ob die Stöckchen auch weniger geworden sind oder ob es nur am Zundermaterial lag. That's done. Okay. 2. 3. Okay, also dieser eine Stock ist auch verschwunden. Ich glaube, das reicht nicht. Das dauert 10 Minuten, das Schmelzen. Probieren wir das noch abzukochen in der restlichen Zeit. Vielleicht. Ja, schneller. Das geht genau raus. Wunderbar. Ofen geht aus. 3 Stunden Dunkelheit übrig. Schluck trinken. Es geht alles von der Zeit weg. Die müssen wir dann schon nicht. Uns quasi mit nichts tun ausruhen, weil wir nichts sehen. Weil beim Warten verlieren wir auch Energie. So. Ich schaue das mal schnell, ob wir ganz kurz, ob wir irgendwas reparieren müssen an unseren Klamotten mittlerweile.
Eigentlich nicht. Sieht alles super aus. Soweit. Passt also. Das heißt, alles gut. Buch können wir mitnehmen, denn wir haben ja hier noch ein Buch. Wir können aus dem Zeitungspapier Zunder machen. Jetzt haben wir wieder 5-mal Zunder. Aufgerollte Zeitung. Da war aber auch Zunder draus. Da kriegen wir massenhaft Zunderbündel raus. Okay. Sieht doch nicht ganz schlecht aus. Dann haben wir hier irgendwo die Werkbank. Die hatte. Werkbank. Die hatte doch eine Schublade. Da. Da tun wir die Federn rein. Die packen wir darüber. Getrockneter Darm. Hier auch irgendwas liegen noch. Ich kann leider nichts sehen. Nee. Wir haben alles in der anderen Hütte liegen. Also Darmzeug und so. Okay. Wir haben nur diese Lackbohrlinge. Okay, Stoff haben wir hier auch genügend. Ein paar Schuhe stehen hier noch rum. Eine Stunde Dunkelheit übrig. Ah, da waren die. Ah ja, jetzt kann ich gerade mal gucken. Ich lasse die Lampe einfach mal brennen. Antiseptikum haben wir hier noch ein bisschen. Antibiotika haben wir auch. Okay, das müsste eigentlich reichen. Dafür, also wenn wir ein Ding haben, wenn wir eine Verstauchung haben. Ich gehe mal nach draußen. Licht lasse ich an, hoffe ich, dass er das jetzt nicht einsteckt beim Rausgehen. Ich möchte nur mal ums Haus rumschauen. Okay. 83% hat es noch. Wiegt denn das? Kilo. Ich lege mal eins wieder hin. Die Frage ist, soll ich das jetzt noch garen oder machen wir das erst, wenn wir wirklich brauchen? Ein bisschen was sehen wir. Minus 20 Grad. Ich würde gerne. Wie schwer sind wir? 1 bisschen was können wir noch tragen. Ich habe also noch eine Nacht überlebt, jawohl. Prima. Die nicht mehr auffüllen. Warum eigentlich nicht? Ist die zu alt? Oder ich habe aber doch Lampenöl, oder? Warum kann ich die nicht auffüllen? Ist die zu voll?
ich ganz ehrlich bin, verstehe ich das jetzt nicht ganz, aber ist nicht so tragisch. Ich gehe mal rein. Brandbeschleuniger. Könnte ich, muss ich aber nicht. So, es ist dunkel. Wir machen hier an der Stelle eine Pause und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir mal ans Ende der Schienen und schauen da mal, da muss irgendein Gebäude noch sein. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Und ich glaube, an der Stelle können wir rüber in eine andere Karte. Das ist der nächste Plan. Würde ich vorschlagen. Und ja, ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt gleich das Büro verlassen. Habe ich nämlich den Speicherpunkt und dann gehe ich wieder rein. So der Plan. Aber egal. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren, abonnieren, Däumchen. Danke euch. Tschüss, euer Eddie.